Ich glaube, wie alle in der gesamten Organisation haben unglaublich viel Vorfreude auf dieses Event. Ja, es ist stolz, es ist sicherlich, zeigt auch dieses Know-how, was in der gesamten Organisation steckt und dieser Wille, was die Jungs haben. Da muss man ganz, ganz aufrichtig bleiben, wenn wir 10 Spiele gegen Barcelona spielen würden, würden wir, glaube ich, 8 verlieren. Und wir spekulieren genau, dass diese Leistung in Köln abzurufen, das ist nicht so einfach. Ich frage mich, wie wir eigentlich die 2 Jahre durchmachen konnten ohne Zuschauer. Es ist so, dass ich mache das, diese Sportart habe ich angefangen wegen dieser Atmosphäre, wegen diesen Zuschauern. Und das macht mir unglaublich, gibt mir unglaublich viel zurück. Aber wir müssen anfangen. Wir müssen zuerst mit unserer Leistung, wir müssen zuerst mit unserem Engagement anfangen auf der Platte. Und dann wird der Übertrag zu den Fans stattfinden. Aber wir dürfen nicht erwarten, dass die Fans uns pushen. Wir müssen zuerst bei uns anfangen und wir müssen die einstecken. Das ist der Plan. So funktioniert das. Ja, ich muss sagen, für mich persönlich das größte Event im deutschen Handball oder allgemein im Handball. Natürlich eine Ehre. Ich weiß nicht, die letzten 10 Jahre, wie oft wir dabei waren und die letzten Jahre natürlich überhaupt keine deutsche Mannschaft. Und jetzt schaffen wir es mal wieder dabei zu sein. Und das ist natürlich für uns eine Riesenehre, weil ja, ich glaube, wenn man unsere Saison immer ständig beobachtet, wir haben enorm viele Spiele und ja, manchmal ist es leider auch ein Nachteil, in der Bundesliga zu spielen, in der stärksten Liga. Und von daher ist das irgendwie nochmal so eine kleine oder für uns schon ein Riesenerfolg, überhaupt beim Final Four dabei zu sein.